Hallo, es geht weiter mit Showdown, mit unserer Roguelike-Rundentaktik-Partie hier. Euch allen viel Vergnügen, wir sind live auf Twitch, Zeichen auf für YouTube. Liebe YouTube-Leute, Playlist dort oben in der Ecke. Liebe Leute auf Twitch, Link oben angepinnt. Liebe Leute auf YouTube, Link auf die Steam-Shop-Seite hier drunter. Das Spiel ist relativ preiswert im Augenblick. Das macht mir echt super viel Spaß. Achtung, Werbung steht wieder in der Ecke, weil dieser Stream hier vom Publisher Goblins mit einem kleinen Honorar unterstützt wird. Vielen Dank dafür. Das ist wirklich ich bin froh dafür, nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch deswegen, weil sonst dieses Spiel vermutlich an mir vorbeigegangen wäre, weil man oft so als Content Creator auf die eher dickeren Spiele fokussiert ist. Und das macht so viel Laune. Das ist total sweet irgendwie. Okay, es fließt Blut, okay, es sterben Kreaturen, aber da ich es nicht bin, bin ich vollkommen glücklich gerade. Hier, der hat nur einen Trefferpunkt, wir drehen uns einmal, einmal heilen. Nee, das ist der sprintet auf uns zu, ne? Und der wird auch nächste Runde sprinten. Was ich mich gerade frage ist, ob der auch dann auf uns zu sprintet, wenn wir ein Feld nach links gezogen sind, oder ob das dann verpufft. Das müssen wir mal ausprobieren. Ich ziehe mal ein Feld nach links und dann kriegen wir raus, zieht er für den Angriff nur bis hierhin oder zieht er durch? Das testen wir mal. Oh, okay. Das war's also. So geht's also nicht. Einmal heilen bitte. Einmal das hier ausstatten. Ja. Einmal bitte jetzt zu lang. Er versucht sich zu bewaffnen. Jetzt klauen wir den letzten Lebenspunkt, nehmen wir so mit unserer Spezialfähigkeit nach hinten rückwärtig zurückschnellen und ihn mal umschubsen, ja? Überlebt. Sehr schön. Und wir können es verbessern. Ein Schaden mehr, den wir machen. Allerdings auch plus eine Abklingzeit für eine unserer Angriffe. Schwierig. Also eine Runde, plus 1 Abklingzeit ist doof, plus 1 Schaden ist gut. Wir müssen nicht verbessern, wir können auch weitermachen. Aber ich würde schon gerne, 1 Schaden mehr ist schon gut. Ich glaube, ich würde den Pfeil, den würde ich gerne plus 1 Schaden machen. Und eine Abklingzeit. Was würdet ihr davon halten? Oder für diese Spezialfähigkeit. Also die grauen Punkte drunter zeigen die Runden-Abklingzeit ab. Das sind schon 5 Runden. Das sind 3 Runden, das sind 3. Also das noch mehr verlängern. Der Rückwärtsangriff ist sehr schwach, aber er tötet immer diese eine, die uns angreifen will zum Beispiel. Den Rückwärtsangriff benutzen wir auch nicht so oft, nach meinem Eindruck. Deshalb ist das plus 1 Abklingzeit nicht so schlimm. Wir nehmen den hier. Was die Punkte darüber sind, wird im Chat gefragt. Gute Frage. 4.33. Was ist die Abklingzeit, Leute? Sind das die roten, sind das die grauen Kreuze oder sind das die grauen Striche? Wer weiß das? Was ist die, oder ist das das Stufenlevel des Angriffs? Die grauen Punkte sind die Upgrades. Du meinst die hier oben. Das sind die Upgrades. Das heißt, wir können bis zu 4 Upgrades hier machen, bis zu 3 Upgrades da, bis zu 3 Upgrades hier. Okay. Da drunter ist mal der Cooldown. Dann nehmen wir die eine Sache und verbessern die auf mehr Abklingzeit und einen Schaden mehr. Okay. Einmal verbessern. Ja, tatsächlich. War die richtige Erklärung. Wir kämpfen mit die Wanderern weiter. Lach so viel du willst. Es war Fumiko. Der Daisuke, der Schnelle, begegnet uns. Für seine blitzschnellen Reflexe und seine tödliche Schwertkunst bekannt. Er war bereits lange vor dem Aufstieg des Shoguns dessen persönlicher Bote. Wollen ja selber Shogun werden. Was kann er so alles? Kriegen wir gleich gemeinsam raus. Einmal mit allem ausstatten, das wir haben. Er stattet sich auch. Wie viele Lebenspunkte hat der Kollege? Seht ihr, wie viele Lebenspunkte der hat? Man weiß es nicht, ne? Könnt ihr erkennen, wie viele Lebenspunkte der hat? Das Kamikaze? Lebensleiste, keine Punkte?
Man sieht deine Lebenspunkte nicht. Endboss, Kamika. Sieht man seine Lebenspunkte nicht oder hat er keine? Man sieht seine Lebenspunkte nicht. Wie das in dir scheint das Spiel schon mal gespielt zu haben. Ja, dann rüsten wir uns mal mit allem aus, was wir haben. Ah, jetzt sieht man seine Waffe. Er beschwört einen Gegner auf einem zufälligen Feld. Den wollen wir jetzt schon mal angreifen. Wir ziehen ein Feld vor hier hin. Gleich beschwört er. Ich frage mich sogar, ob wir eine Runde abwarten sollen. Es sind drei Felder, auf denen er beschwört. Wenn wir viel Glück haben, beschwört er den Gegner hier und wir können ihn gleich hiermit sofort angreifen. Mit dem Zwei-Punkte-Angriff. Wir sollen mal spekulieren und eine Runde aussetzen. Ja? Ich setze mal eine Runde aus. Das ist absolut Spekulatius. Ist natürlich hier hinten toll. Und das ist ein Kamika und das ist einer, der auf uns zuschnellt. Ja, aber wenn er auf uns zuschnellt, bleibt er gleich hier vorne stehen. Ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. Wir ziehen auf den drauf, dann tauschen wir die Plätze. Und dann zieht, weil das ist ja unsere Spezialfähigkeit, dann zieht der Kamikaze-Typ auf seinen eigenen Boss drauf. Das versuchen wir. Mal gucken, ob das klappt. Ich ziehe eins nach rechts. Er hat sich noch nicht bewaffnet. Er dreht sich um. Wir gucken einmal nach links. Er hat sich noch nicht... Was macht er hier? Er schnellt nach vorne und greift das erste Ziel vor dir an. Dann greift er doch ihn hier an. Er kann uns doch nicht angreifen, weil es hier gar keine Lücke gibt, denke ich mal. Wir greifen einmal mit beidem hier auf ihn an. Und er macht das jetzt auch. Er schnellt nach vorne und greift das erste Ziel vor ihm an. Wir können wir nochmal durch ihn durch uns bewegen? Ich vermute ja. Ich versuche noch einmal nach links. Das geht nicht. Was bedeuten die Punkte hier vorne? Ach, dass ich für den Spezialangriff noch zwei Runden warten muss, für das Spezialmanöver mit dem Rundenwechseln. Ich mache wenigstens mal das hier vorne. Er will sich noch eine weitere Waffe dazu holen. Wir drehen uns einmal um die eigene Achse. Er wird uns gleich drei Trefferpunkte abziehen. Und wir haben hier einmal nach hinten Angriff. Wir machen einmal den Angriff nach hinten oder wir ziehen einmal nach links. Er kann uns im Augenblick nicht angreifen. Er muss seine Fähigkeiten erstmal mobilisieren. Na, wir machen einmal den Angriff nach hinten. Er hat schon wieder Trefferpunkte verloren. Jetzt wird er seinen Angriff durchführen. Wird einmal einen Sturmangriff hier drauf machen und einmal einen normalen Zweierangriff. Wir weichen eins nach rechts aus. Dann macht er zwar den einen Punkt Schaden bei uns, aber nicht den Zweierpunkt Schaden. Wir laufen eins nach rechts rüber. Ja. Vier Punkte verloren. Ach Mist. Der andere Nahkampfangriff wurde auch... Natürlich, er macht die Angriffe werden immer in der Reihenfolge durchgeführt, die oben standen. Und er hat erst von unten nach oben, er hat erst den Sturmangriff gemacht und dann den Messerangriff. Und dadurch war er in Reichweite zu uns. Trotzdem, einmal zuschlagen bitte. Dafür müssen wir uns einmal genau... Ach, wir haben die Waffe nicht ausgestattet. Macht gleich einen Nahkampfangriff. Wir drehen uns einmal. Wir warten ab. Er soll ein Feld auf uns vorziehen. Ruhig. Wir setzen eine Runde aus. Jetzt macht er uns einen Zweierschaden. Wir machen ihm immer vier Punkte Schaden. Und wir greifen hoffentlich zuerst an. Wir haben nur noch vier Lebenspunkte, Leute.
Wir wissen nicht, wie viele Trefferpunkte er hat. Doch oben sehen wir seine Trefferpunkte. Hier oben stehen sie. Das heißt, er hat noch genau wie viele es genau sind, wissen wir nicht. Was glaubt er? Ihr wahrscheinlich so viele Lebenspunkte wie wir. Wahrscheinlich um die 4 noch, ne? Das ist eine knappe Geschichte. Einmal den Angriff nach hinten ausrüsten. Einmal hier rüberspringen. Er kann die Waffe noch nicht durchführen. Einmal drehen. Jetzt wird er angreifen. Wir bewegen uns aber ein Feld nach rechts erstmal. Er haute daneben. Wir ziehen nach links auf ihn zu. Noch eins auf links auf ihn zu. Jetzt wird er noch einen Feind beschwören. Das ist mir egal. Er hat wahrscheinlich 4 Trefferpunkte, ne? Ich versuche ihn auszuschalten. Ne, wir machen einmal so einen Angriff hier auf ihn jetzt. Er hat nur 2 Trefferpunkte. Und jetzt wird er den Feind beschwören. Und der Feind wird auf einem dieser beiden Felder spawnen. Er hat 2 Trefferpunkte. Wenn der neue Feind auf dem Feld spawnt, Wahrscheinlichkeit 50-50. Dann sollten wir mit diesem Angriff hier die 2 Lebenspunkte abhauen und da, und es ist einer hier vorne. Scheibenkleister! Jetzt klauen wir ihm erstmal seine beiden Trefferpunkte hier. Dafür müssen wir ihn dann links umdrehen. Ich nehme ihn zuerst weg, weil er wird als nächstes seine Waffe ausrüsten, oder? Hauptsache weg. Jetzt hat er wieder diesen scheiß Sturmangriff. Einmal Pfeil und Bogen. Wir müssen ihm 2 Punkte klauen. Jetzt drehen wir uns nach links. Wir müssen ihm nur 2 Punkte klauen. Und jetzt wieder die Sache von eben machen. Mit dem ersten Bewegung hier hinziehen, mit der zweiten Schnetzeln uns 3 Punkte kosten. Er hat allerdings nur 2 Lebenspunkte. Jetzt können wir ihn mit Pfeil und Bogen angreifen und ihm das Lebenslicht ausblasen. Ja? Nein, er hat immer nur 1 Trefferpunkt. Er hatte 3, er hatte nicht 1, er hatte noch 3 Trefferpunkte, er hatte 3. Und jetzt wird er vorschnellen, wir können nichts dagegen machen. Er wird uns 3 Trefferpunkte stehlen, wir werden nur noch einen haben, wir haben nichts zum Heilen. Werden ihn aber... damit gleich killen können. Wir können auch nicht ausweichen. Wir können Positionen tauschen. Wenn wir ein Feld wegziehen, würde er uns trotzdem angreifen. Wir rüsten unsere Waffe aus. 1 Lebenspunkt noch. Jetzt schalten wir den Kollegen hier aus. Ach, jetzt verstehe ich das. Weil wir den Boss ausgeschaltet haben, sind auch die Kleinen, weil das nur beschworene Einheiten waren, mit dem Sterben des Bosses mit ausgeschieden. Okay. Nur noch einen Trefferpunkt und wir haben nichts zum Heilen. Nein. Liebe Leute, deshalb ist es ein Roguelike-Spiel hier. Heftig. 1 Trefferpunkt nicht zum Heilen. Wisst ihr eigentlich, was diese Symbole hier oben bedeuten? Die 29 Punkte, damit können wir irgendwas freischalten. Und die hier oben, die 2, ich weiß es nicht. Wir können 3 Punkte ausgeben für eine neue Auswahl. Was ist denn das denn für eine neue Auswahl? Die Punkte sind Geld und das ist Reroll. Für diesen Bonus hier Reroll oder wofür Reroll? Jaja, aber wofür ist das Reroll? Ein Neuwürfeln? Für das hier vorne? Also plus 1 Schaden, plus 1 Ablinkzeit ist nicht ganz so cool, wie ich gedacht hatte. Dann sollen wir einmal 3 Punkte für Reroll in der Hoffnung, dass wir hier was Cooleres bekommen. Vielen Dank an Solitude fürs dritte Abo. Kommen wir testen das. Wir geben einmal 3 aus hier. Glücksspiel des Kriegers. Generiere aus dieser Kachel eine zufällige neue Kachel. Alle Verbesserungen werden ebenfalls zugängfällig generiert. Das heißt, wir würden eine dieser Sachen komplett verlieren. Habt ihr da Bock drauf? Und jedes Mal eine neue Auswahl kostet mehr als vorher.
Ich glaube, das war nicht ganz so cool, oder? Also so doof finde ich die hier nicht. Einmal Fernkampf, einmal Nahkampf. Das haben wir schon verbessert. Sollen wir die Rückwärtskarte neu generieren? Ne, mittlerweile haben wir die aber oft eingesetzt. Komm, wir sollen das machen. Einfach mal die Rückwärtskarte reinwerfen und gucken, was passiert. Wir können auch darauf verzichten. Wir können sagen, wir gehen so weiter. Wir testen das mal. Oh, das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Schaut mal hier unten. Ich glaube, das ist eine Sache, mit der man eventuell mehrere Feinde hintereinander erwischen kann. Bis zu 5 Verbesserungen möglich. 5er Cooldown, 2er Schaden. Ein Langspeer. Jetzt können wir entweder hinrennen mit nur einem Trefferpunkt hier vorne hin. Unsere Verbesserung verbessert, unsere Belohnung verbesserte Abklingzeit und Abwehrladen. Verbesserter Zauber und Komboladen. Also Abwehrzeit verbessern finde ich immer cool. Wir machen das mal hier. Wir testen das mal aus. Also ich habe jetzt nicht so die große Hoffnung, dass wir gewinnen, weil wir haben. Oh, wir können einmal heilen. Guck mal links. Und reaktiver Schild. Eine Fähigkeit, die wir mit 20 kaufen können. Hätte ich eben bloß das ganze Gold nicht verjubelt beim Reroll. Der war völlig überflüssig. 20. Wenn du Schaden erleidest, erhältst du automatisch ein Schild. Das kaufe ich mir aber. Und? Das ist ein passiver Bonus. Habe ich den jetzt automatisch? Ich hoffe, dass ja. Wir heilen bitte einmal. Alles klar, einmal geheilt. Und das ist, glaube ich, ein passiver Bonus. Der müsste uns ja irgendwo angezeigt werden. Ich sehe ihn gerade nicht. Und einmal ein zweiter hier bitte. Wir haben im Shop, waren wir shoppen hier. Oben wird es angezeigt. Ah, da oben. Reaktiver Schild. Alles klar. Also eine virtuelle Rüstung. Schaffen wir das? 10 Lebenspunkte maximal, 4 haben wir. Ach, das war kein Kampf, das war der Bonus. Können das hier uns auch noch holen? Ich glaube nicht. Ich versuche mal hier hinzuziehen. Nee, ist ausgegraut. Müssen hier hinten weiter. Flüsternde Höhle. Drei Wellen, erster Angriff. So, was macht das der Langspeer? Du greifst die zwei Felder direkt vor dir an und die werden beide durchbohrt. Das gefällt mir. Der hat drei Trefferpunkte, der normale Schwertkämpfer. Und das ist der, der immer dieser extra doofen Spezialangriffe macht. Wir haben nur 4 Trefferpunkte. Wir müssen versuchen, jeden Schaden zu vermeiden. Einmal den Wirbelangriff, der hat einen kurzen Cooldown. Er dreht sich um. Er wird sich ausstatten. Einen nach links bitte. Einmal den Angriff durchführen. Er zieht ein Feld vor. Er hat drei Trefferpunkte. Wir setzen alles auf eine Karte. Wir verjubeln alle Möglichkeiten zum Angriff, die wir haben. Mit anderen Worten, einmal Fernkampf. Einmal Speerkampf. Nächste Runde greift er an. Wir greifen zuerst an. Drei Trefferpunkte. Futsch bitte. Oh, er greift. Naja, genau. Und er hat uns auch nicht erwischt, ne? Weil. Oh, schau mal hier vorne rechts. Wir können was auflesen. Ein Punkt, ein Goldpunkt können wir auflesen und einen Trank eventuell. Und was sind das hier? Was ist ein neuer Feindtyp? Yari-Meister. Der hat ebenfalls einen langen Speer. Und das ist der alle auf einmal angreift. Einmal hier draufziehen. Und? Sollen wir uns ein Schild holen? Bei 4 Trefferpunkten holen wir uns ein Schild, ja? Achtung, er kann aus zwei Feldern Angriff angreifen. Einmal den Schild schon mal zu uns nehmen, bitte. Sieht der süß aus. Und jetzt machen wir den Zweierangriff in beide Richtungen.
Weil der kann aus zwei Feldern angreifen gleich. Der wird also nicht auf uns zuziehen. Wir könnten Folgendes machen. Wir könnten mit ihm ein Feld auf ihn hinziehen und dann die Position tauschen. Dann greift er uns gleich in die falsche Richtung an. Jetzt will er uns stechen. Jetzt tauschen wir die Plätze. Nicht doof, das. Ich hätte den Bewegungsbefehl nach rechts geben müssen. Ich habe mich verklickt. Es ist der Schild futsch. Jetzt tauschen wir jetzt die Plätze. Ich hätte so machen sollen. Ich habe mich verklickt. Entschuldigt bitte. Er dreht sich gleich nochmal um. Wir werden auf jeden Fall den Speer gleich brauchen. Wir gucken einmal nach links. Er rüstet sich aus. Wir hoffen, dass er noch eins nach links zieht. Wir setzen eine Runde aus. Jetzt wird er uns angreifen. Wir klauen ihm die beiden Lebenspunkte her. Er zieht ein Feld vor. Hat zwei Trefferpunkte. Einmal Fernkampf. Wir lassen ihn noch einen Punkt auf uns zukommen. Einmal aussetzen. Jetzt der Angriff. Zwei Trefferpunkte weg. Dritte und letzte Welle. Einmal das Schnetzelschwert, bitte, das in zwei Richtungen funktioniert. Und wir können wieder die Plätze tauschen. Wir warten nur einen Moment ab. Setzen eine Runde aus. Wir könnten entweder ihn jetzt schnetzeln und in der nächsten Runde dann die Plätze tauschen. Aber dann sind wir wieder in der Nähe von einem Kamikaze. Ich würde gerne so spät wie möglich auf den Kamikaze drauf. Und wenn wir jetzt angreifen, wie lange dauert das? Hier, nächste Runde haben wir den Speer wieder, ne? In einer Runde. Und dann sollten wir ihn dann killen können. Aber wir brauchen lange, bis wir bei ihm sind. Ich zieh mal ein Feld durch ihn durch. Er guckt in die falsche Richtung. Er hier vorne hat einen Sturmangriff dabei, aber noch nicht ausgerüstet. Ah, wie doof. Ich mach den hier drauf. Jetzt macht er den Sturmangriff und wir können nicht nochmal wechseln. Ich habe mich verpokert. Er wird uns einen Lebenspunkt kosten. Wir lassen ihn hier hinkommen. Wir drehen uns einmal nach rechts um. Er greift uns an. Er hat einen Trefferpunkt. Er hat vier. Wenn wir jetzt den Angriff auf ihn drauf machen, kostet ihn das zweimal zwei Trefferpunkte. Er ist futsch. Und er stirbt zugleich wegen dem Doppelangriff in beide Richtungen. Wir haben ein kleines Schild bekommen durch eine passive Fähigkeit. Drei Lebenspunkte nur. Und also hier Reroll mache ich nicht nochmal. Wir können entweder den Schattenspringend wählen oder wir können das Schwert. Ach guck mal, wir hatten eben das Schwert verloren, ne? Oder hatten wir nie ein Schwert? Wie viele Plätze haben denn? Kam das Schwert dann als vierte Geschichte? Schwert hat gar keine Ablenkzeit. Das ist doch super cool. Wird das dann gegen eine von den Sachen ausgetauscht? Wer weiß das? Wird das ausgetauscht? Immer einsetzbar? Nur drei Plätze. Das heißt, wir müssten eins aufgeben. Also keine Abklingzeit finde ich mega cool. Ein Achterschwert, das ist halt nur zwei Aufrüstpunkte. Das ist mal gerade bei egal. Das finde ich schon eine sehr coole Geschichte. Wogegen sollten wir das? Also das hier finde ich, dagegen würde ich es nicht austauschen. Wir könnten das austauschen gegen Pfeil und Bogen. Denn Pfeil und Bogen hatten fünf Abklingzeit. Ich kann mehr als drei nehmen. Was denn jetzt? Kann ich mehr oder nicht mehr als drei? Ich versuch's mal zu nehmen. Tatsächlich, Fehlinfo-Image. Alles klar. Nächste Welle.
mal nachdenken. Ich würde natürlich die hier als erstes ausschalten. Die sind fies. Das heißt, wir nehmen einmal den Zweierspeer schon mal. Drehen uns einmal nach links um. Bewegen uns einmal nach links. Stechen mit dem Schwert durch beide durch. Beide futsch. Schwert, das Speer kann ja zwei Felder weit stechen hier. Jetzt haben wir den Kollegen hier vorne, ebenfalls mit dem Schwert, und er hat 4 Trefferpunkte. Wir sollten auf jeden Fall das normale Schwert ausstatten, weil das können wir ja laufend einsetzen. Und wenn wir dann noch zusätzlich mit einer kurzen Abklingzeit das hier nehmen, das brauchen wir noch nicht mal, das können wir sogar sparen. Ah ne, er hat ja ein Speer, er kann zwei Felder weit stechen. Dann nehme ich, ich drehe mich erst einmal um. Jetzt will er nächste Runde mit dem Speer zustechen. Wir weichen eins nach links aus. Jetzt hat er einen Cooldown. Jetzt rennen wir ihm hinterher. Jetzt kommt gleich die nächste Welle. Er dreht sich um. Hätten wir jetzt den Speer, könnten wir durchstechen. Das geht aber nicht. Scheibenkleister. Er wird uns auf jeden Fall verletzen. Danach bekommen wir ein kleines Schild. Wir können danach auch einmal heilen. Ich will aber erst einmal, weil das hat keinen Cooldown, ihm 2 Trefferpunkte kosten hier. Jetzt haben wir nur noch einen Lebenspunkt. Der kann nicht durch uns durchrennen. Er kann im Augenblick auch nicht. Wir riskieren was. Wir setzen auf das Schild. Wir nehmen den Speer. Und jetzt stechen wir durch beide durch und killen beide auf einmal hier. Er würde gleich auf uns zurennen. Das können wir nicht verhindern. Wir können jetzt nur sagen, einmal heilen schon mal. Wir könnten schon ein Feld nach rechts ziehen, um hier Währung einzusammeln, oder einmal... einmal das schon mal ausschalten. Einmal nach links drehen. Einmal hinterher. Einmal zuschlagen. Und es kommen weitere Wellen. So, also ist ja echt schnell zu lernen. Es macht so Spaß. Ich bin so froh, dass ich dieses Spiel mit euch entdeckt habe.